Es ist jetzt für mich eine große Freude und Ehre, den Staatspräsident von Frankreich willkommen zu heißen, Monsieur Emmanuel Macron. Herzlich willkommen. Actually, we were. Wir haben schon vor einem Jahr über diese Veranstaltung gesprochen und es freut mich sehr, dass es zwar letztes Jahr nicht geklappt hat, aber dieses Jahr klappt es hervorragend. Also vielen Dank und nochmal herzlich willkommen, Herr Präsident. Für diejenigen von Ihnen, die nicht Französisch sprechen, würde ich vorschlagen, dass Sie einen Kopfhörer zur Hand haben, denn ich könnte mir vorstellen, dass Monsieur le Président wahrscheinlich eher Französisch sprechen wird. Seien Sie also darauf vorbereitet. Außerdem möchte ich sagen, dass ich ganz besonders dankbar bin, dass der Herr Präsident bereit ist, dem Format zu stimmen, das ich besonders gern mag und mein Team mag das und ich glaube, Ihnen gefällt das auch. Das heißt, er wird nicht eine große Rede halten. Das hat er ja vor einer Woche erst gemacht. Heute wird er keine Rede halten. Er hat schon viele wichtige Reden in den letzten 3 Jahren gehalten, aber nicht heute. Heute hat er sich bereit erklärt, einfach an einer Diskussion teilzunehmen und Ihre Fragen zu beantworten. Dem möchten wir erstmal applaudieren und dann geht es los. You have a microphone, yeah. Gut, ich versuche das auf Englisch zu machen und der Herr Präsident wird auf Französisch oder vielleicht auch auf Englisch antworten. Auf Deutsch weiß ich nicht. So, Monsieur le Président, gestern hier in diesem Konzertsaal hat Herr Frank-Walter Steinmeier gesprochen, der deutsche Bundespräsident. Das war eine wichtige Rede, die er gehalten hat und die war in hohem Maße pro-europäisch. Europa als Deutschlands Schicksal, ein starkes Europa, ein starkes Engagement für Europa. Sie haben auch wichtige Reden gehalten zu Ihrer Vision von Europa. Ich möchte also die Frage so formulieren. Welche Art von EU, welche Art von Europa stellen Sie sich vor, wenn Sie jetzt 5 oder vielleicht sogar 10 Jahre in die Zukunft blicken? Welches Europa hätten Sie gerne für Sie und Ihre Partner? Welches Europa können Sie mit Ihren Partnern schaffen als stärkeres, verantwortungsvolleres Europa? Sehr herzlichen Dank, Herr Botschafter. Zunächst einmal ein herzliches Willkommen an alle meine Kollegen und Freunde hier im Raum. Eine sehr weitreichende Frage und ich versuche darauf nun relativ schnell und damit natürlich nur allgemein zu antworten. Wenn ich mir die Welt anschaue, wie sie im Augenblick ansieht und die Themen Ihrer Konferenz hier dieses Jahr, so stellen wir doch fest, dass es eine gewisse Schwächung des Westens gibt. Vor 15 Jahren dachten wir noch, unsere Werte sind universale Werte, wir werden auf Dauer die Welt beherrschen, wir sind dominant militärisch, technologisch und so weiter. Und wenn ich mir nun anschaue, wie in den letzten 10, 15 Jahren die Welt sich verändert hat, so haben sich die Werte verändert, es sind neue hinzugekommen, China ist aufgestiegen, das stellt uns in Frage und wir haben auch mit regionalen Mächten zu tun, die in der Nähe sind und die unsere Werte nicht teilen. Russland, die eine Strategie erfordern. Wir leben in einer Nachbarschaft mit einer wunderbaren Ressourcenvielfalt wie Afrika. Wenn man sich die Welt der letzten Zeit ansieht und der nächsten Zeit ansieht, der nächsten 20, 30 Jahre, so werden wir an Bevölkerung verlieren und Afrika wird geradezu explodieren. Das müssen wir bedenken. Die gegenüber eine amerikanische Politik, die vor einigen Jahren begonnen hat, die Regierung, die sich relativ zurückzieht, zumindest seine Beziehung zu Europa überdenkt. Und das müssen wir natürlich berücksichtigen. Und das hat mich in der Vorstellung bestärkt und überzeugt, dass wir eine europäische Strategie brauchen, eine Strategie, die es uns erlaubt, uns wieder als strategische politische Macht zu begreifen. Ich stelle mir da ein Europa vor, das souverän, geeint, demokratisch handelt.
Und in 10 Jahren stelle ich mir ein Europa vor, das die entsprechenden Hebel hat, um souverän im technischen Bereich zu sein, im Sicherheits- und Verteidigungsbereich, bei der Migration, bei seiner Ernährung, im Bereich Klima und Umwelt und das in Beziehung zu seinem Umfeld, zu seinen Nachbarn, Russland, Afrika und Nah- und Mittlerer Osten. Ich sehe da auch ein Europa, das sich entschieden hat, einen Kern zu definieren, einen Kern, der mehr gemeinsam möchte, eine wirkliche Souveränität in der Eurozone, glaubhaft ist in seiner Umgebung. Und ein Europa, das sich modernisiert hat und seine gemeinsamen Regeln auf den Prüfstand gestellt hat. Denn um glaubwürdig zu bleiben, kann es kein Europa sein, wo wir immer noch einstimmig entscheiden, ein Kommissar pro Land oder so weiter. Wenn wir in 10 Jahren in die Zukunft blicken, brauchen wir im Herzen Europa mehr Gemeinsamkeit, mehr Dinge gemeinsam und auch die Akzeptanz, dass es ein solches Herz Europas gibt. Das ist natürlich die Entscheidung souveräner Länder. Ein Herz, das sehr viel integrierter handelt mit den entscheidenden Schlüsselfragen, wo wir mehr in eine Richtung gehen wollen, mit Partnern, die eine unserer Politik gehören, einem gemeinsamen Markt mit wirklichen Konvergenzregeln, einer gemeinsamen Nachbarschaftspolitik, die vielleicht aber weniger eng dabei sind und eine stabile Nachbarschaft. Ich glaube, wir stehen wirklich vor einer Stunde der Wahrheit in Europa, denn Europa ist für uns die Möglichkeit, unsere gemeinsamen Werte und Präferenzen zu schützen. Sehr viel haben wir da gemein mit den Vereinigten Staaten, Freiheit und so weiter, deswegen kämpfen wir auch gemeinsam in Kriegen, aber es ist nicht ganz dasselbe, wie das Amerika will. Und wir brauchen deswegen auch Handlungsfreiheit, Unabhängigkeit in Europa, eine eigene Strategie zu entwickeln. Wir haben nicht die gleiche Geografie, wir haben nicht die gleiche Vorstellung von sozialem Ausgleich, von Kultur. Es gibt Besonderheiten in Europa, die wir verteidigen wollen und müssen und auch eine Politik der Nachbarschaft hier in Europa. Mittelmeerpolitik ist eine europäische Politik, keine transatlantische Politik. Gegenüber Russland ebenso eine europäische Politik, nicht nur eine transatlantische Politik. So möchte ich Europa in 10 Jahren sehen. Das ist das, was ich mir vorstelle. Ein Europa, das es schafft, die Grundlagen seiner Souveränität für den wichtigsten Themen zu schaffen, mehr Vitalität in der Demokratie zu erreichen und das Freude an der Zukunft hat. Ich möchte diesen Punkt abschließen, indem ich Ihnen sage, dass ich so wie Sie natürlich mir auch die Rede von Herrn Steinmeier angehört habe und das entspricht ganz mir und es hat mich auch nicht erstaunt. Ich habe wirklich auch sehr deutlich gesagt, was zu sagen war. Thank you very much, Mr. President. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte Sie alle daran erinnern, wenn Sie eine Frage stellen möchten, wenn Sie den Präsidenten eine Frage stellen möchten, dann machen Sie das am besten elektronisch. Benutzen Sie die App. Wenn alles funktioniert, dann vielleicht kann das sich jemand nochmal ansehen. Die Fragen sollten also hier auf meinem iPad auftauchen. Vielleicht kann jemand von meinen Mitarbeitern sich das nochmal ansehen, ob das auch wirklich funktioniert. Gut, schreiben Sie also Ihre Fragen nieder. Wir kommen dann darauf zurück. Ich werde auch versuchen, die eine oder andere Frage aufzugreifen, wenn ich jemanden persönlich kenne. Seien Sie also bereit. Wir kommen also auf Sie zu. Dauert noch ein paar Minuten. Zum Thema bilaterale Beziehungen. Frankreich und Deutschland. Das ist für Sie sicherlich oft frustrierend gewesen in den letzten 2,5 Jahren. Wenn Sie sich angesehen haben, was einige meiner Freunde in Frankreich und auch was die Medien gesagt haben. Denn man hat ja gesagt, Deutschland hat nicht reagiert auf ihre Vorschläge, die Sie als Frankreich gemacht haben. Als Sie das angesprochen haben, haben der Bundespräsident und auch der Außenminister Deutschlands eine positive Antwort formuliert, eine positive Antwort auf Ihre Aufforderung, einen strategischen Dialog zu schaffen. Erzählen Sie uns etwas über Ihre Frustration mit Deutschland. Wie frustriert waren Sie durch Deutschland? Ich bin kein Mann der Frustration, wissen Sie.
Nein, ich denke, das ist doch eine ständige Geschichte zwischen unseren beiden Ländern. Ich kann mich gut erinnern, es gab schon mehrere Ansätze und Vorschläge von Deutschland. Das war vor Jahren, das war vor Jahrzehnten und da war es andersrum. Da hat man auf französische Reaktionen gewartet. Joschka Fischer hat eine sehr gute Rede gehalten und hat auch da eine französische Reaktion abgewartet und musste dann auch mal warten. Das ist eine lange Geschichte von Vorschlägen, die dann erstmal auf Reaktionen warten. Auf bilateraler Ebene haben wir in den letzten 2,5 Jahren sehr gut zusammengearbeitet. Es gab verschiedene Programme. Unsere Minister sind ja auch hier und sie wissen, was wir für gute Fortschritte gemacht haben. Vor 3 Jahren war es ja noch so, stellen Sie sich vor, wir hätten das FCAS-Projekt zusammen gestartet. Das wäre damals noch nicht möglich gewesen und heute ist es möglich. Wir haben also viel erreicht. Das passiert also schon, es gibt Fortschritte. Gut, wir haben also verschiedene bilaterale Ansätze in Gang gebracht. Wir haben neue Initiativen auf europäischer Ebene, Thema Batterien, Thema Universitäten. Verschiedene Initiativen hat es schon gegeben und das wird weitergehen. Aber das große Fragezeichen, das wir jetzt haben, das wir gemeinsam haben, ist folgendes. Die Bedeutung und die Geschwindigkeit der Antwort, der Reaktion. Und für mich ist das Hauptproblem, die Hauptherausforderung, unsere Fähigkeit, das Kernproblem Europas anzugehen. Ich glaube, die Krise ist nicht mehr dieselbe heute. Es ist eine Krise der europäischen Demokratien und der europäischen Mittelklasse. In unseren Ländern zweifeln die Menschen. Die zweifeln an vielleicht nicht Europa, aber der Idee der Demokratie. Es gibt mehr und mehr Extremismus und wir müssen gemeinsam eine Antwort geben. Was ist die Perspektive für die nächsten 20, 30 Jahre für Europa? Das steht auf dem Spiel. Also ich bin nicht frustriert, ich bin vielleicht ungeduldig. Und ich hoffe, dass wir auf deutsch-französischer Ebene uns die Aufgabe stellen müssen, eine neue Dynamik dieser europäischen Dimension zu geben. Wir haben eine neue Mannschaft aufgestellt und ich freue mich, dass Thierry Breton, der französische Kommissar, heute hier bei uns ist und auch der hohe Repräsentant Borrell, weitere Kommissare sind heute hier im Saal. Das heißt, wir haben eine gute Mannschaft mit Präsident Michel, Frau von der Leyen an der Spitze der Kommission, das neue Europäische Parlament. Und das eröffnet ganz neue Möglichkeiten für den Klimaplan, Perspektiven im Bereich 5G. Das stellt eine neue europäische Ambition dar und das entspricht mir ganz und gar. Der Schlüssel für mich auf europäischer Ebene, und ich habe das versucht, auch bei meiner Rede an der Sorbonne bereits darzulegen, wo wir vorankommen müssen, das ist erstens schneller sein auf europäischer Ebene bei diesen souveränen Fragen, die ich vorhin angesprochen habe, und wie wir dann technisch mehr und schneller investieren können für unsere Unternehmen, für unsere Innovationen, aber auch unsere Regeln, um eben europäische Lösungen vorzuschlagen. 5G, die Cloud, künstliche Intelligenz, da brauchen wir europäische Maßnahmen. Wie können wir als Europäer diese Herausforderungen aufgreifen? Die Dinge, die unsere Bevölkerung beunruhigt, Klima, die Sicherung unserer Grenzen. Seit Jahren können wir dieses Thema nicht bewältigen. Das müssen wir europäisch tun. Und unsere Mitmenschen möchten dieses Thema Klimawandel aufgreifen. Sie haben Angst vor dem Klimawandel oder manchmal glauben sie auch, es geht nicht schnell genug, der Klimawandel, je nachdem. Und das können wir nur europäisch lösen. Ich möchte zu diesem Thema deutsch-französische Abstimmung schneller, ehrgeiziger, um eben dort wirklich Erfolg zu haben. Und der Schlüssel zum Erfolg ist hier auch gemeinsam Risiken einzugehen. Das haben wir in der Vergangenheit getan. Wenn die Franzosen und die Deutschen diese Risiken nicht eingehen, kommen wir nicht voran. Und das bedeutet auch, dass wir unsere Beziehungen verändern müssen. Ich glaube an die Zukunft und ich glaube an unsere gemeinsamen Investitionen. Wir sind gemeinsam ein Kontinent, der nicht mehr an seine Zukunft glaubt, nicht mehr ausreichend. Wenn ich mir den Politikmix ansehe, wir werden darüber in Kürze sprechen, wir werden beispielsweise für den Haushalt eine Übereinkunft finden, da geht es um kleine Prozentzahlen, 1,6, 1,7, wie auch immer. Das entspricht doch nicht wirklich dem, was an Aufgabe vor uns liegt, dass wir uns darüber streiten.
China auf der anderen Seite investiert massiv öffentliche Gelder. Die ist nicht unbedingt nachvollziehbar, was sie tun, aber sie investieren massiv im digitalen Bereich über eine Klimainitiative auch, das darf man nicht unterscheiden, nicht vergessen in den letzten Jahren. China investiert also in seine Zukunft. Und die USA ebenfalls haben entschieden, mehr öffentliche Gelder auszugeben und auf einer Höhe, wie es dies nie vorher gegeben hat, in Verteidigung, in Technik, in Technologie und für die Weichenstellungen der Zukunft. In Europa müssen wir auf einer Ebene, auf die wir uns vorher geeinigt haben, auch diesen gemeinsamen Haushalt verabschieden. Und es gab sicherlich nach der Krise zu viele Regeln, aber die Finanzmärkte sind nicht geregelt worden. Das geschieht nach den britischen Regeln, anglosächsischen Regeln. Aber Versicherungen und Banken sind der Schlüssel zu unserer Wirtschaft. Und seit 10 Jahren kommt es zu einer Kontraktion der öffentlichen und privaten Gelder. Und dieses Policy Mix ist unverantwortlich. Und das führt letztendlich auch zu diesem praktisch 0% Zinsensatz, wohingegen der Sparanteil in Europa zugenommen hat. Solange wir kein gemeinsames, integriertes Europa, keinen gemeinsamen Kapital- und Finanzmarkt haben, wenn dieses Kapital nicht wirklich zirkuliert in den verschiedenen Ländern, wird es diese Unterinvestitionen für unsere Wirtschaften geben. Und was wird man tun? Man wird amerikanische Anleihen kaufen. Ich habe vorhin schon über diese Strategie gesprochen. Die USA investieren sehr viel schneller und die Chinesen auch sehr viel schneller in ihre Zukunft. Wenn wir in 10 und in 15 Jahren die entsprechende Industrie und die Normen haben, die für die Zukunft sie brauchen, wenn sie dann gerüstet sind, dann sind sie dafür gerüstet, haben wir aber, wenn sie nicht Erfolg haben, mit unserem Geld keinen Erfolg haben. Das zeigt doch, dass wir selbst mehr in unsere Zukunft investieren müssen. Und wir müssen, wie gesagt, Freude an der Zukunft haben, investieren. Und das sage ich Ihnen auch deshalb, weil politisch gesehen es die einzige Möglichkeit ist, die europäische Mittelklasse wieder zu versöhnen mit unserer Vorstellung von der Zukunft. Das ist politisch gesehen ganz, ganz wesentlich. Die Krise 2008, 2010 ist in Europa sehr viel langsamer verdaut worden und hat zu Ungerechtigkeiten für die Mittelklasse geführt. In Italien, in Griechenland, in Spanien haben wir Ungeheures erfordert von diesen Menschen. Das hat es noch nie gegeben in der Vergangenheit, insbesondere für die Mittelklasse. Geringere Einkommen, geringere Renten, Privatisierung. Normalerweise haben wir dann sogar auch noch das, was es zu verkaufen gab, an die Chinesen verkauft. Dann kam die Migrationskrise. Hat wieder alles umgekrempelt in einem Land. Ich komme aus einem Land, das auch diese Risiken eingegangen ist. Es hat wieder einen Druck auf die Mittelklasse gegeben. Und das bedeutet, dass wir in Europa, wir müssen es einfach so sagen, dass da, wo Europa wirklich das Herz der Demokratien schlug, es mittlerweile Zweifel an den Demokratien gibt. Denn es entsteht der Eindruck, wenn es ein wirtschaftliches Problem gibt, müssen wir zahlen. Wenn es ein Migrationsproblem gibt, müssen auch wir zahlen. Es gibt keine Solidarität. Es gibt eine Teilung in Norden und in Süden und eine Ost-West-Aufteilung bei der Migrationskrise. Wie können wir diese Freude an der Zukunft beibehalten, Freude an Solidarität untereinander, auch für die Mittelklasse? Europa ist ein Abenteuer der Freiheit, des Fortschrittes für die Mittelklasse und der sozialen Marktwirtschaft. Und hier in Deutschland ist das ja ein ganz wesentliches Thema. Wenn es keine Perspektive für die Mittelklasse gibt, dann kommen wir nicht voran. Deswegen gibt es eben diese Zweifel an der Natur Europas und an der Demokratie. Und das müssen wir französisch-deutsch angehen. Es geht nicht um Frust. Ich bin ungeduldig, weil ich der Ansicht bin, dass wir heute schnell darauf reagieren müssen und eine klare Antwort geben müssen auf unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wenn wir, das deutsch-französische Tandem, keine Antwort darauf finden, auf diese Themen und eine Perspektive für die Mittelklasse eröffnen, dann ist das ein historischer Fehler. Ich würde gerne eine weitere Frage stellen, aber zurückgehen dabei auf eine wichtige Rede, die Sie kürzlich hielten an der École de Guerre. Das war vor einer Woche. In dieser Rede sagten Sie, und ich
habe mir da etwas notiert damals, dass die französischen Nuklearstreitkräfte die europäische Sicherheit stärken und auch eine wahre europäische Dimension haben. So sagten sie es. Ich bin nun alt genug, mich daran zu erinnern, an das Jahr der Ottawa-Erklärung im Jahr 1974 der NATO. Die NATO-Mitgliedstaaten sagten damals, dass die französischen und britischen Nuklearkräfte einen Beitrag leisten. Und ich möchte auch hier zitieren aus dem Jahr 1974, dass diese Kräfte zur gesamten Stärkung des Bündnisses beitragen und dass die Nuklearstaaten in der NATO die notwendigen Beiträge leisten würden, um die gemeinsame Verteidigung, die Bündnisverteidigung aufrechtzuerhalten. Wenn ich mir den alten Text also ansehe und das, was Sie vergangene Woche sagten, dann hoffe ich nun, dass das in Ordnung ist, wenn ich Ihnen folgende Frage stelle. Was ist daran also etwas Neues? Das kennen wir doch schon. Was ist an dem, was Sie gesagt haben, nun neu? Oder was ist der Weg, den Sie sich dabei vorstellen? Wo wollen Sie hin? Was wollen Sie damit bezwecken? Was wollen Sie mit der Nuklearstrategie, mit der Nuklearverteidigung für Europa, für Frankreich im 21. Jahrhundert erreichen? Es geht um die Beziehungen des Ehrgeizes Europas und der NATO. Ich bin überzeugt davon, dass wir ein stärkeres Europa der Verteidigung brauchen. Darum bin ich auch der Meinung, was wir in den letzten Jahren geschafft haben, einen europäischen Verteidigungsfonds, verstärkte Zusammenarbeit, eine europäische Interventionsinitiative, das habe ich in der Rede von der Sorbonne gesagt, das ist ganz wichtig, damit wir europäische Gelder haben, damit wir gemeinsame Fähigkeiten haben, FCAS zum Beispiel, MGCS, das sind hervorragende Beispiele für die deutsch-französische Zusammenarbeit und eine gemeinsame Strategie der Verteidigung. Und ich glaube, wir brauchen das auch aus Gründen der Souveränität. Das wurde oft missverstanden. Es ist kein Projekt gegen die NATO oder eine Alternative zur NATO. Ich habe das gesagt. Die gemeinsame Sicherheit in Europa hat zwei Säulen. Die NATO und Europa der Verteidigung. Und das ist keine Alternative, sondern die logische Konsequenz der Lage der letzten Jahre. Wir haben einen amerikanischen Partner, der uns sagt, Sie müssen mehr in Ihre Sicherheit investieren. Das stimmt. Die Amerikaner, die uns sagen, Sie, Europäer, seit dem Fall der Mauer haben Sie immer weniger investiert in die Sicherheit, weil die Welt sich geändert hat. Ich bin hier nicht der Sheriff für Ihre Nachbarschaft. Und wenn ich mir anschaue, was gemacht wurde, auch unter Obama, da gab es eine neue strategische Position der Vereinigten Staaten, weniger Investitionen in den Mittleren Orient und in den Pazifikraum. Und die Amerikaner sagen, die Europäer müssen hier mehr Initiative ergreifen. Ich glaube, wir brauchen die NATO. Das ist klar. Wir müssen kohärent mit der NATO und in Antwort auf die amerikanischen Wünsche eine eigene Fähigkeit schaffen, die uns Glaubwürdigkeit verschafft, wo wir sagen, wir können uns selber schützen und Handlungsfreiheit zu haben. Und das sage ich, weil das ganz wichtig ist, auch im Hinblick auf die Außenpolitik. Wenn wir keinen Handlungsspielraum haben, dann haben wir in der auswärtigen Politik auch keine Glaubwürdigkeit. Gerade gegenüber die USA, beim Iran, da haben wir eine andere Einstellung. Ich habe von der Souveränität gesprochen. Wirtschaftlich, militärisch können wir keine eigene Diplomatie haben. Das haben wir beim JCPOA gesehen. Also brauchen wir Europa der Verteidigung. Und in diesem Rahmen möchte ich, dass wir Fortschritte in verschiedenen Bereichen erzielen. Und das, was ich gesagt habe, ist durchaus neu. Und das habe ich auch letzte Woche aufgegriffen. Also jetzt nichts Neues im Hinblick auf die NATO. Wir tragen im Rahmen der NATO bei, auch. Aber wir nehmen nicht an den Übungen teil. Das war immer schon so. Aber ich sage jetzt, wir müssen einen strategischen Dialog mit allen Partnern führen, die das wünschen, auch über den atomaren Bereich. Und in diesem Rahmen sind wir bereit, gemeinsame Übungen durchzuführen. Denn Ziel ist, eine gemeinsame strategische Kultur zu schaffen. Und in europäischer Hinsicht geht es darum, Frankreich glaubt an das Europa der Verteidigung. Wir sind bereit, diesen
Schritt zu unternehmen, gemeinsam mit den Partnern, mit einem neuen strategischen Dialog. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch neu im Rahmen Europas der Verteidigung, auch gegenüber der NATO. Schauen wir mal an, was eigentlich nicht bedacht wurde zwischen uns. Ich glaube, gerade was die militärische Macht angeht, da ist vieles nicht gesagt worden und wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir Dinge berücksichtigen müssen. Da gibt es Dinge, die nicht bedacht wurden seitens Deutschlands, aber auch des Ostens Europas. Und wir, gerade im Hinblick auf unsere Geschichte, müssen diese Dinge ansprechen. Wir haben Europa gebaut, aufgebaut und haben die Macht Deutschlands heruntergefahren. Das war zumindest am Anfang so, gerade in militärischer Hinsicht. Danach haben wir immer mehr aufgebaut. Frankreich, Großbritannien hat dann die Atomwaffen beschafft, Deutschland nicht. Aber Deutschland hat hier Diskussionen gehabt, indirekt über die Vereinigten Staaten. Und das ist dann fast der Gedanke, dass man über den nuklearen amerikanischen Bereich sprechen kann, aber nicht über den nuklearen Bereich Europas oder Frankreichs oder Großbritanniens. Denn Europa der Macht ging dann nur über die Vereinigten Staaten. Und ich denke, wir müssen jetzt ganz offen sagen können, wenn wir ein souveränes Europa wollen, wenn wir unsere eigenen Völker schützen wollen, dann müssen wir diesen Punkt betrachten, auch im Hinblick auf Deutschland. Ich spreche hier als französischer Präsident mit dem Gewicht unserer gemeinsamen Geschichte und unseren Fähigkeiten, diese Geschichte zu überwinden. Und ich weiß, das ist keineswegs einfach in Deutschland zu führen. Aber ich denke, wir müssen hier eine ruhige Debatte führen können. Also die Beziehungen zu dieser Macht können nicht über die Vereinigten Staaten laufen in dieser Hinsicht, sondern muss auch europäisch gedacht werden. Und wenn man sich den Osten Europas anschaut, seit dem Fall der Mauer, da gibt es einen anderen Punkt, der nicht angesprochen wurde, nämlich Osteuropa hat uns so ein bisschen im Stich gelassen. Sie hat es hingenommen, dass im Jahre 1947 der Eiserne Vorhang gefallen ist. Es gab die Sowjetunion, das Imperium, die Beziehungen zu Amerikanern, die uns im Westen unterstützt haben. Aber ich glaube, so ist es empfunden worden. Und die Fragen im Hinblick auf Europa, diese Wiedervereinigung Europas seit 15 Jahren mit unseren Partnern Osteuropas und Mitteleuropas. Die Frage ist, wie sorgen wir für unsere Sicherheit und für das gemeinsame Vertrauen? Und das ist ein gutes Thema. Ich weiß, da gibt es große Unsicherheit, was den Ehrgeiz Europas der Verteidigung angeht. Aber diese Dinge sind nicht ausgesprochen worden und wir müssen darüber hinauskommen. Entschuldigung, ich war jetzt ein bisschen lang und ausführlich, aber das war mir wichtig. Ich möchte noch hinzufügen, dass Frankreich natürlich eine Nuklearmacht ist, und zwar seit langem. Und deswegen hat Frankreich eine Wissenskultur, sagen wir mal, oder eine Diskussionskultur, die wir in Deutschland nicht haben. Deutschland hat Nuklearwaffen immer abgelehnt, auch genau aus diesem Grund. Wir haben so viele Schwierigkeiten hier mit dem Thema Nuklearwaffen. Es ist ein sehr komplexes Thema, keine einfache Diskussion. Bevor ich nun also Fragen von Ihnen allen annehmen möchte, möchte ich selbst noch eine letzte Frage stellen. Sie haben gesagt, Herr Präsident, als Sie über Russland sprachen, dass, und da möchte ich wieder zitieren, dass wenn man Russland aus Europa herausdrückt, dass dies ein großer strategischer Fehler wäre. Meine Frage ist also nun sehr einfach. Nach Ihrer Reise kürzlich nach Polen beispielsweise, erwarten Sie, dass die osteuropäischen Partner und Bündnispartner Sie immer noch unterstützen bei dem Aufbau einer Vision einer neuen, neu belebten Beziehung zu Russland? Und was denken Sie, was Präsident Selenskyj nun dazu zu sagen hat, der in etwa einer Stunde in einem Nachbarraum sprechen wird? Heißt also,
ist der ungelöste Ukraine-Donbass-Konflikt nicht ein großes Hindernis für jede Art einer neuen Beziehung zu Russland aktuell? Teilen Sie uns doch mal Ihre Meinung zu diesem Thema im Umgang mit Russland mit. Ja, ich hätte mir mal anschauen, wo wir im Augenblick stehen mit Russland und wohin wir uns gegebenenfalls bewegen können. In den vergangenen Jahren haben wir natürlich uns gegenüber Russland weiter positioniert und sind auch misstrauischer geworden. Und es gab gute Gründe dafür. Wir könnten weiter über die Gründe sprechen dieser Geschichte, aber so ist es. Ich schaue mir also die letzten Jahre an und das heißt aber auch, dass wir durch dieses Misstrauen gegenüber den Russen zwar entwickelt haben, aber schwächer aufgetreten sind. Wir haben 2013/14 gesagt, es gab die Überschreitung einer roten Linie in Syrien, aber man hat nicht darauf reagiert. Also das ist eine Art Strategie, auch misstrauisch zu sein. Wenn wir jetzt sagen, wir vertreten nicht mehr die gleichen Werte, müssen wir uns auch stark gebärden. Vorher war Russland schwach. Schauen Sie an, was dann passiert ist, nachdem wir diese rote Linie eben nicht haben, keine Grenzen abgesteckt haben. Die Reaktionen waren klar. Danach ist dieser Fehler in Syrien wiederum korrigiert worden. Es sind andere Mächte in den Syrien-Konflikt eingetreten. Aber wir lassen es zu, dass die Russen einfach stärker auftreten. Und letztendlich war auch die Ukraine-Aktion eine Folge dieses Verhaltens. Ich war Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich und direkt vor den ersten Runde hat es einen Angriff auf mein Wahlkampfteam gekommen. Ich weiß, woher das kommt, dieser Angriff. Ich weiß aber auch, misstrauisch sein und schwach sein und dann auch noch ein Nachbar sein, das Misstrauen gegenüber den Vereinigten Staaten gegenüber Russland ist ja das Gleiche. Aber wir stehen auch noch als Nachbarn neben Russland. Und wenn wir so auftreten, wie wir es jetzt gemacht haben, ist das keine Politik. Es ist ein ineffizientes System. Das heißt, es gibt mehr eingefrorene Konflikte, mehr Misstrauen, Konflikt im Cyberraum, Sanktionen, die überhaupt nichts geändert haben in Russland. Ich bin nicht dafür, sie aufzuheben. Ich stelle das nur fest. Es hat nichts gebracht. Sanktionen gegen Sanktionen. Europäer leiden genauso darunter wie die Russen für ein nicht besonders positives Ergebnis. Also das, was ich vorgeschlagen habe, ist, schauen wir uns das alles nochmal genauer an. Die Dinge werden sich nicht von heute auf morgen verändert. Wir werden nicht sagen, ja, kommen Sie zu uns, wir freuen uns und dadurch ändern wir wieder alles. Nein, ich wollte nur darauf hinweisen, wir brauchen eine glaubwürdige Strategie gegenüber Russland. Das erste Szenario ist, dass wir weiter misstrauisch sind und brutal auftreten. Wir müssen einen Konflikt in Kauf nehmen und wir müssen dafür sorgen, dass die Grenzen eingehalten werden. Machen wir das gemeinsam? Wollen wir das gemeinsam? Hier im Saal hat offenbar niemand sich einer solchen Meinung angeschlossen. Also, zweite Möglichkeit, wir sind fordernd, wir weichen von unserer Position nicht ab, aber wir wollen einen strategischen Dialog. Das braucht Zeit, aber wir wollen einen solchen strategischen Dialog. Denn die derzeitige Situation ist ja eigentlich die schlimmste, die man sich vorstellen kann. Wir sprechen immer weniger miteinander und es gibt immer mehr Konflikte. Also wir sind nicht in der Lage, diese Konflikte beizulegen. Ein solcher Ansatz braucht Zeit, aber ich glaube, es ist ein Weg, der letztendlich doch glaubwürdig ist. Indem wir das tun, das haben Sie gesagt, kommen wir voran. Seit mehr als 3 Jahren gab es kein Treffen mehr im Normandie-Format zur Ukraine. Wir wollen diesen Dialog wieder aufnehmen. Putin hat es akzeptiert, das hatte er seit mehr als 3 Jahren eben nicht getan. Nun ein Gipfel im Normandie-Format und es gibt Beispiele, Erfolge, wie wir sie niemals vorher hatten, gemeinsam mit der Kanzlerin und Präsident Putin. Und direkt nach diesem Gipfel gab es befreite Gefangene, wie das nie zuvor der Fall war, und auch Sicherheitsmaßnahmen, wie sie in Verträgen von Minsk gar nicht vorgesehen waren. Ich bin da nicht naiv, es gibt andere Probleme, aber eine Dynamik wurde angestoßen. Wir werden das mit der Kanzlerin auch bei einem nächsten Gipfel in Berlin fortsetzen, der hoffentlich im April anberaumt wird. Wir haben nur sehr wenig Zeit, aber wir haben die Dinge wieder angestoßen. Und dieser strategische Dialog mit Russland
muss ruhen auf der Möglichkeit, eingefrorene Konflikte zu lösen, der Möglichkeit, den Cyberraum anzusprechen, den Weltraum und die militärische Komponente im Weltraum, also eine Sicherheitskomponente, unsere Möglichkeit, äußere Konflikte anzugehen. Schauen wir uns Syrien an. Wir sind damit grundsätzlich einer Meinung mit Russland, dass das, was in Idlib geschieht, nicht akzeptabel ist. Und das sind keine Vorschläge, die Frankreich gemacht hatte. Historisch hängt die Lage aber auch mit unserer Schwäche und der Aufgabe dieses Einsatzgebietes zusammen. Wir müssen uns letztendlich wieder in einen Dialog mit Russland begeben und unsere Verantwortung übernehmen. Russland ist ein ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrates. Russland kann nicht ständig den Fortschritt in diesem Rat blockieren. Und ich bin froh darüber, dass Putin auch einem T5-Treffen zugestimmt hat. Also ich hoffe, dass wir da vorankommen. Dieser erste Schritt muss in Europa koordiniert werden, entsprechend auch dem Aachener Vertrag mit unseren Partnern. Und ich habe oft und immer wieder mit meinen polnischen Kollegen darüber gesprochen. Sie sind natürlich beunruhigt. Sie sind beunruhigt und die Geschichte und die Geografie gibt ihnen recht. Aber was können wir anderes und Besseres tun? Dann erkennen sie auch an, dass wenn wir Dialog und Vertrauen schaffen können, dann ist das auch für sie gut. Ein letzter Punkt noch, wenn ich mich an die Stelle Russlands versetze, was sind dessen Zukunftsperspektiven? Man muss auch immer versuchen, sich in die Rolle des anderen zu versetzen. Russland hat in den vergangenen Jahren eine unglaubliche militärische Armada aufgebaut. Sie haben investiert, als wir das gestoppt haben. Sie haben militärisch eine Macht aufgebaut und etwas schaffen können, was sie vor 20 Jahren noch gar nicht für möglich gehalten hätten, im Weltraum, zur See, zu Lande. Diese Strategie ist, glaube ich, für Russland finanziell letztendlich nicht durchzuhalten. Denn sie haben ein Bruttoinlandsprodukt, das etwa dem einer mittleren Macht entspricht. Wenn ich mich also an die Stelle Russlands versetze, so habe ich den Eindruck, ja, ist das glaubwürdig. Heute ja, aber in 20 Jahren eher nicht, bin ich nicht sicher. Sie haben also unsere Schwäche und unsere Uneinigkeit ausgenutzt in regionalen Konflikten, Syrien, Libyen und so weiter, im Nahen und Mittleren Osten. Hält das? Glaube ich nicht. Was sind dann die Möglichkeiten? Stand alone? Schwierig. Riesiges Land, weniger Bevölkerung, sie brauchen Verbündete. Eine Allianz mit China? Ja, wir haben sie ein bisschen in diese Richtung gedrängt nach 2013, 2014, aber ich glaube nicht, dass eine solche Allianz, ein solches Bündnis für Russland dauerhaft sein kann. China hat sich ja niemals kulturell in dieses Bündnis begeben. Präsident Putin und auch die politische konservative Haltung in Russland ermöglicht das Problem, ist eine solche Allianz auch nicht und deswegen natürlich auch nicht, weil das Hegemoniestreben Chinas mit dem Stolz Russlands unvereinbar ist. Ich habe das politisch jetzt analysiert. Also brauchen Sie einen europäischen Partner. Ich habe es auch in Polen gesagt, ich bin nicht pro-russisch, ich bin auch nicht anti-russisch, ich bin pro-europäisch. Es zeigt sich aber, wenn man sich die Geografie betrachtet, dass wir gemeinsam etwas tun müssen. Wir müssen gemeinsam eine solche Sicherheitsarchitektur des Vertrauens, des gegenseitigen Vertrauens bauen. Und das bedeutet auch, dass wir Russland eine strategische Option geben müssen. Nach der Mittagspause am Nachmittag wird Sergej Lavrov hier sitzen und wir können ihn dann fragen. Ich hoffe, dass jemand ihn fragen wird, wie nachhaltig die russische Außenpolitik ist. Und vielleicht können wir dann zitieren, was Sie gerade gesagt haben und dann schauen wir mal, wie er darauf reagiert. Ja, ich glaube, da haben wir gute Perspektiven, die sich mit Russland gemeinsam eröffnen. Ich habe gerade Fragen aus dem Publikum auf meinem iPad. Die erste Frage von Anne-Marie Slaughter. Ich suche Anne-Marie Slaughter. Wo sind Sie? Ganz hinten. Also ich lese diese Frage nun vor, um es kurz zu fassen. Eine Frage an Präsident Macron von Anne-Marie Slaughter aus Washington. Sie war früher im Außenministerium tätig und ist jetzt CEO der New America Foundation. Eine Frage also. Sie sprechen sehr eloquent und sehr fesselnd von einer europäischen Strategie.
nicht von einer EU-Strategie, obwohl Sie sagen, dass es eine andere EU braucht, um effektiv zu sein. Wenn Sie also nun von einer europäischen Strategie sprechen, schließen Sie das Vereinigte Königreich dann immer noch mit ein? Sehr richtige Frage. Es gibt eine ganze Reihe von Formaten. Eine strategische europäische Strategie umfasst natürlich die EU, aber wir können innerhalb der EU eben auch vorankommen mit einigen Staaten, wenn andere nicht vorankommen möchten. Deswegen haben wir ja die verstärkte militärische Zusammenarbeit beispielsweise geschaffen. Wir haben eine Initiative also aufgelegt, die auch zwischen den verschiedenen Regierungen abgestimmt ist, die Interventionsinitiative. Mehrere europäische Staaten, nicht alle haben sich dem angeschlossen. Einige gehören zur NATO, andere nicht. Ich denke da an Finnland. In diesem Zusammenhang und im Europa der Verteidigung, ja, gehört Großbritannien dazu. Großbritannien gehört dazu, weil sie ein wichtiger Verbündeter sind, ein sehr wichtiger, mit dem wir als Frankreich zwei Dinge teilen, nämlich die Mitgliedschaft im Weltsicherheitsrat und Atommacht. Und das beruht auch auf bilateralen Verträgen. Lancaster und Sanders haben nicht unter dem Brexit gelitten, und das habe ich mehrmals bereits gesagt. Ja, ein Europa der Verteidigung also soll verschiedene Formate aufweisen und soll nach und nach eine strategische Kultur aufbauen, die immer enger wird, und dazu gehört Großbritannien. Auf Grundlage der derzeitigen Verträge, auf Grundlage zukünftiger Initiativen, und ich glaube auch, dass wir als Europäer die Aufgabe haben, Koordinierungsformate zu schaffen für die Briten in der Zukunft, auch auf strategischer Ebene. Wir werden eine Art Sicherheitsrat in Europa schaffen müssen. Wir haben es bereits mit dem Aachener Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich getan. Wir werden es mit der Kanzlerin in der Zukunft betreiben. Das brauchen wir auch auf europäischer Ebene und eine regelmäßige Teilnahme Großbritanniens an dieser Art von Konsultationen. Die Antwort ist ja. Matthias Döpfner. Ich glaube, wir haben jetzt Matthias Töpfner von Springer. Er ist ja groß genug, er kann aufstehen, dann sehen wir ihn auch. Also Matthias, Sie haben eine Frage. One question to the short term. Eine Frage mittelfristig und langfristig. Mittelfristig, haben Sie Angst vor den russischen Nachrichtendiensten und der künstlichen Intelligenz, die die nächste Wahl in Frankreich wieder manipulieren könnte zum Nutzen von Le Pen? Und zweitens, langfristig gesehen, können Sie sich vorstellen, dass der alte Traum einer Allianz zwischen Amerika, Europa und Russland vielleicht sich wieder neu entwickeln könnte, oder ist das wirklich nur ein Traum? Zur ersten Frage. Ich werde jetzt nicht diese Debatte aufgreifen und zu wissen, ob ein Eingreifen für den einen oder die einen anderen Kandidaten ausgeführt wurde. Aber die Strategie Russlands war es, die politischen Bewegungen in unseren Ländern zu begleiten und antieuropäische Bewegungen zu stärken. Antimigration, sehr konservativ auf dem sozialen Feld und eher nicht für Allianzen, also Partner, die tatsächlich dazu beitragen, dass sich Europa nicht annähert, das europäische Aufbauwerk nicht vorangeht. Russland ist deswegen lange eben auch gesehen worden als ein Land, das sagt, besser 27 geteilte Staaten als 27 geeinte Staaten in unserer nahen Zukunft. Das ist aber nicht unsere Vorgehensweise. Deswegen brauchen wir eben wieder eine neue Strategie, die besagt, wir stehen geeint, wir wollen einen gemeinsamen Ansatz mit einem Russland, das etwas aufbauen will, selbst wenn wir bei bestimmten Dingen nicht einer Meinung sind. Ich glaube, Russland wird weiterhin destabilisierend eingreifen, privat, auf dem Privatsektor oder durch Proxys, durch Services. Ich glaube da nicht an Wunder. Ich glaube an Politik. Der menschliche Wille kann Dinge ändern, wenn wir dafür die Mittel haben. Ich glaube nicht, dass Änderungen spontan eintreten und von heute auf morgen es plötzlich Licht wird und die Erde anders aussieht. Es wird also immer wieder solche Eingriffe geben. Wir in Frankreich, wir sind es nicht gewohnt, dass wir sagen,
wer es war sozusagen. Und wir können natürlich nachverfolgen, woher die Angriffe kamen. Wir machen das nicht öffentlich. Andere Länder tun das und wir sind im Dialog mit anderen Ländern, wenn wir auch wissen, von wo es kommt. Manchmal sind es öffentliche Stellen, sage ich mal, um höflich zu bleiben. Manchmal sind es private Akteure, private Proxys. Ja, Russland ist da sehr aggressiv und wird es in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich auch noch sein. Und bei allen Wahlen wird es entsprechende Strategien werden oder wird es Akteure geben, die das tun. Wir brauchen aber uns nicht auf Russland zu konzentrieren. Es gibt andere Länder, die das tun. Es gibt beispielsweise ultrarechte amerikanische Gruppen, die ebenfalls in europäischen Wahlen eingegriffen haben. Und das ist ganz bestimmt nicht legal. Also, wir sollten da ruhig in die Weite blicken, in die Breite blicken. Was müssen wir dagegen tun? Uns verteidigen. Technisch verteidigen, zusammenarbeiten zwischen den Geheimdiensten und zwischen unseren juristischen Systemen. Wir haben nur sehr wenig Antikörper entwickelt. Und ich glaube, das ist eine große Schwäche der europäischen Demokratien. Das ist jetzt ein Einschub. In allen Demokratien der Welt, nicht nur in Europa, ist es so, dass die Veränderungen des Systems durch die Medien, durch die Techniken dazu führen, dass wir keine Antikörper mehr haben, um unsere Demokratie zu schützen. Und das ist eines der größten Themen, die vor uns stehen. Eingriff durch private Akteure, die Technologien, Deepfake, Manipulationen nutzen, Informationen sehr, sehr schnell verbreiten auf allen Kanälen, ohne dass es nachzuverfolgen wäre in allen demokratischen Systemen. Das hat einen sofortigen Effekt, einen sofortigen Einschüchterungseffekt und ruft Emotionen hervor. Und das ist nicht vereinbar mit Systemen, die auf Werten ruhen, die auf Freiheit, auf Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter beruhen, die am Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt worden sind. Das ist natürlich wunderbar. Bewegungsfreiheit, Freizügigkeit und so weiter mit Regeln des 19. Jahrhunderts, die wir angeglichen haben, aber die Grundregeln stammen aus dieser Zeit. Ich glaube, wir sind verwundbar und zwar sehr, sehr anfällig. Wir können nicht schnell genug reagieren, technisch, juristisch, um tatsächlich diese Strategien einzuhegen. Das ist für mich das größte Problem. Russland wird also dort weiterhin ein Akteur sein. Und in der Initiative, die wir jetzt da ergreifen müssen, geht es darum, zu deeskalieren, aber auch transparent gemeinsam vorzugehen. Und in den nächsten Monaten sollten wir nach meiner Meinung gegenüber Russland zeigen, dass wenn diese öffentlichen oder privaten Akteure eine solche Haltung gegenüber unseren Demokratien und denen unserer Partner anwenden, dann müssen wir schnell reagieren, methodisch, aber auch vielleicht klarer sagen, wer es ist und entsprechende Sanktionen gegenseitig verhängen. Deshalb glaube ich, wir brauchen Dialog. Wir müssen gegen diese neue Form der Destabilisierung, auch des Verbrechens, vorgehen von Akteuren im privaten und im öffentlichen Bereich. Nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich und viele Themen werden strukturell aufgegriffen und es wird direkte und indirekte Konsequenzen auf die chinesische Vorgehensweise geben. Die chinesische Vorgehensweise bestimmt ja auch das Vorgehen der Amerikaner heutzutage und das ist auch nicht weiter verwunderlich und berechtigt. Das gilt für den Handel, für die strategische Ausrichtung und so weiter. Wenn China weiter aufsteigt und wenn China weiter eine Politik betreibt mit einem Akzent auf Infrastruktur, auf Digitales, eine wirkliche Strategie auch der Expansion mit der Errichtung von Präsenzen im Atlantik, im Pazifik und so weiter, dann wird das bedeuten, dass die Interessen der übrigen großen Großmächte, also der Vereinigten Staaten und so weiter, die vielleicht auch von China irgendwann überflügelt werden wirtschaftlich, dann bedeutet das, dass wir etwas entwickeln müssen, was dem etwas entgegensetzt. Also was Sie gerade beschrieben haben, ist sicherlich nicht unmöglich, aber es hängt ab von Chinas zukünftiger Strategie und Chinas Erfolg, erstens, und zweitens und vor allem
von der europäischen Fähigkeit, eine Antwort darauf zu geben. Wenn wir bereits eine gemeinsame Strategie haben, dann können wir auch gemeinsam mit den Amerikanern eine solche Strategie entwickeln. Leider sind wir schon sehr schnell am Ende unserer vorgesehenen Zeit. Wir haben jetzt vielleicht noch eine letzte Frage. Eine Frage möchte ich vorlesen. Und dann vielleicht noch eine Frage für Joe von der Zeit. Also, Joe Joffe, könnten Sie Ihre Frage vorbereiten? Und ich lese diese Frage vor vom europäischen Chef des Economist, Tom Nuttall. Wo sind Sie? Tom ist irgendwo im Publikum. Folgende Frage. Die Europäische Kommission hat ja nun ihre Methode für die Europaerweiterung überarbeitet. Wird Frankreich sein Veto einlegen, wenn jetzt Aufnahmegespräche mit Nordmazedonien und Albanien aufgenommen werden sollten? Und wenn ja, wann wird das passieren? Point, si vous m'autorisez, je récuse. Ich mag diesen Begriff französisches Veto nicht. Ich weiß, Herr Botschafter. Aber ich mag diesen Begriff nicht, den weise ich zurück. Es ist kein großer Mut, wenn man sich hinter Frankreich versteckt, wenn es Unstimmigkeiten gibt. Es geht keineswegs darum, dass man keine Verhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien aufnehmen möchte. Aber ich möchte dem hinzufügen, da waren viele Staaten dagegen. Und ich denke, ein großer Fehler war, dass man diesen Bereich von den Verhandlungen mit Nordmazedonien getrennt hat. Ich habe zunächst gesagt, wir haben eine Vorbedingung, nämlich die Diskussionsregeln zu ändern bezüglich der Erweiterung. Die sind viel zu technisch und zu bürokratisch und nicht durchsichtig. Wir müssen Diskussionen zur Erweiterung haben, die klarer ist und reversibel. Das heißt, man muss schneller vorankommen können mit Ländern, die schneller Fortschritte machen. Man muss Investitionen machen für solche Aufnahmekandidaten, die Fortschritte erzielen. Aber man muss auch davon Abstand nehmen können, wenn man feststellt, es funktioniert nicht. Also wenn man so ein theologisches System hat, theologisch sage ich, viele Leute haben diesen Begriff gar nicht verstanden. Also Frankreich ist ein laizistisches Land. Ich habe viele Kommunen. Also es geht um Teleobjektiv. Nein, wir müssen auch den Rückwärtsgang einschalten können. Also wir haben hier diese Vorbedingungen gestellt. Aber ich bin hier auch ganz rigoros. Wir sind immer sehr rigoros. Wenn es bei der Kommission um gewisse Haushaltsaspekte geht und gerade im März auch. Wir müssen sehen, was die Kommission sagen wird bezüglich des Fortschrittes, den man erwartet von diesen Kandidaten Albanien und Nordmazedonien. Die Vorbedingungen habe ich gestellt und wenn die Ergebnisse positiv sind, wenn das Vertrauen besteht, dann sollten wir im Anschluss daran die Verhandlungen aufnehmen können. Aber achten Sie bitte, hier gibt es zwei Bemerkungen, die Sie beachten sollten. Die erste, das strategische Ziel, das wir beim Westbalkan haben, das ist, dass wir sie in Europa verankern wollen. Das ist ein strategisches Ziel, das ich unterstütze. Wenn man Verhandlungen mit ihnen aufnimmt zur Erweiterung, ist das wirklich eine gute Methode? Fragezeichen. Wenn man sich Serbien anschaut, Herr Vučić arbeitet sehr gut, der Präsident dort, ich habe sehr viel Achtung für diesen Präsidenten, er hat sehr viel Leadership dort. Aber das, was dort stattfindet, ist russisch und chinesisch und nicht europäisch. Und im Endeffekt hat das keine Auswirkung auf das Leben der Menschen. Also wir müssen auch glaubwürdiger sein. Wir müssen Investitionen in die Kultur und in die Infrastruktur tätigen, sehr viel mehr. Seit 5 Jahren haben wir Verhandlungen mit Serbien und in 2 Jahren wird man sagen, ja, aber Serbien muss jetzt endlich dem Club beitreten, weil die ungeduldig werden und zu Recht. Aber die Investitionen haben andere gemacht und ich glaube, wir haben eine sehr theoretische Politik in diesem Bereich.
Aber wenn wir wirklich den Balkan hier verankern wollen, dann müssen wir immer wieder in die Ausbildung, in die Bildung, in die Sprachen, in die Kultur, in die Infrastruktur investieren. Ich habe gesehen, was wir französischerseits gemacht haben. Auch da wurde die Politik geändert. Statt einfach nur die Verhandlungen zu eröffnen. Da ist eine große Heuchlerei dabei. Also man beginnt die Verhandlungen mit Albanien und mit Mazedonien. Man sagt aber so hinter vorgehaltener Hand, nein, aber vor 15, 20 Jahren können die eh nicht der EU beitreten. Das ist doch nicht sinnvoll, das ist doch nicht vernünftig. Wir machen uns ja lustig über die Leute. Und das ist hier die gemeinsame Heuchelei, die man feststellen kann. Und das ist frustrierend für sie, wenn wir denen sagen, in 10, 15 Jahren sind sie eh nicht dabei. Wir müssen ihnen sagen, doch, ihr könnt. Wir Europäer, wir haben ein Problem. Also wir denken an Nachbarschaft immer nur über die Erweiterung. Und das funktioniert nicht mit 27 Ländern. Wir kommen zu langsam voran. Wir sind zu schwerfällig. Glauben Sie, das kann funktionieren? Mit 32, 33 und so weiter. Wir brauchen eine gemeinsame europäische Außenpolitik. Glauben Sie, dass die Erweiterung diese gemeinsame Politik erweitern wird gegenüber der Türkei und Russland, um hier zwei Beispiele aufzugreifen? Wir sind hier nicht kohärent. Und ich möchte dem hinzufügen, diejenigen, die sagen, schneller bei der Erweiterung, sagen, ja, aber ich möchte nicht mehr als 1% des Haushalts beitragen. Ja, super. Also man möchte eigentlich immer weiter, man möchte die Brotscheibe immer größer machen, aber mit immer weniger Butter drauf. Die implizite Strategie hier bei Europa ist, für uns ist Europa ein großer Markt, der sich erweitert und nicht als eine politische Macht. Eine politische Macht hat gewisse Präferenzen, Konvergenzen und muss ernsthaft über diese Nachbarschaftspolitik nachdenken und nicht immer daran denken, dem Club so schnell wie möglich beitreten zu können. Das ist meine Meinung. Question goes to Joe Joffe. Und jetzt die Frage an Joe Joffe. Two quick questions. Herr Präsident, zwei kurze Fragen und kurze Antworten sind da möglich. In den letzten 60, 70 Jahren ging es ja in Europa hauptsächlich darum, wer führt an und wer folgt. Jetzt ist ja die Frage, möchten Sie von Bundeskanzlerin Merkel angeführt werden oder soll es umgekehrt sein, möchten Sie anführen? Und die zweite Frage, in der strategischen Kultur, die Sie beschrieben haben, ein Defensivbündnis, das Sie anstreben möchten, welche Sprache sprechen dann diese 27 Nationen? Nun zur ersten Frage. Also ich teile da nicht so ganz Ihren Standpunkt, was diese Feststellung angeht. Ich glaube, die DNA der Europäischen Union ist nicht von irgendjemandem angeführt zu werden. Ich glaube, das Projekt der Gründerväter Europas hat bedingt, dass wir so lange in Frieden leben können. Und weil wir Jahrhunderte, Jahrtausende, also Mittelalter und später, dass es Hegemoniebestrebungen immer gegeben hat. Aber wir haben hier eine ungeheure Politik geschaffen, wo wir zusammenarbeiten ohne Hegemonie. Es gibt größere Staaten als andere. Ja, aber man kann nicht sagen, dass es eine Hegemonie gibt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es hat nie einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin gegeben, die anführt. Oder ein Franzose. Denn das ist wichtig. Denn das ist die DNA Europas. Es ist kein Projekt der Hegemonie und der Konflikte. Und darum leben wir auch, das ist unser Schatz, das dürfen wir nicht vergessen, darum leben wir auch schon so ungeheuer lange im Frieden. Unser Kontinent hatte immer wieder Kriege gehabt. Und seit 70 Jahren leben wir im Frieden. Ich möchte weder Frau Merkel anführen, noch von Frau Merkel geführt werden. Denn das verstößt gegen die Idee Europas, gegen den Grundgedanken Europas. Aber was ich weiß, ist, dass dieses deutsch-französische Paar und der Ehrgeiz Europa nicht ausreichend ist. So wie wir funktionieren, historisch gesehen, demografisch gesehen, strategisch gesehen, wenn Frankreich und Deutschland einig sind, dann reicht das nicht, um
eine Dynamik auszulösen. Aber wenn Deutschland und Frankreich nicht einig sind, dann kann das alles blockieren bei der EU. Also was ich hier möchte, ist, dass wir weiterhin die Einigkeit zwischen Deutschland und Frankreich haben, die es uns ermöglicht, voranzukommen. Und mit immer mehr Ehrgeiz und Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist der Schlüssel für uns, damit wir den Herausforderungen begegnen können. Ich weiß, Frau Merkel ist sich dessen bewusst und wir reden ständig darüber. Aber in der gegenseitigen Achtung und der Zusammenarbeit, das ist mir ganz wichtig. Sie sehen ja, dass ich hier eine gewisse Position habe. Aber jetzt geht es um den Brexit, Europa der 27 Staaten, die Briten. Aber hier, um ein wenig ernsthaft zu sein. Umberto Eco hatte einen schönen Satz genannt. Die Sprache Europas ist die Übersetzung. Und stimmt. Wissen Sie was? Selbst bei strategischen Verteidigungsaspekten stört das auch keineswegs, sondern ganz im Gegenteil. Jedes Land hat eigene Vorstellungen. Und ich denke, wir haben ein gemeinsames Esperanto, das ist die englische Sprache. Da können wir auf Arbeitsebene wunderbar miteinander arbeiten. Und das praktizieren wir ja auch so. Aber ich glaube, es ist eine gute Sache, dass es diese verschiedenen Sprachen in Europa gibt. Ich glaube, dass es keine Sprache gibt, die hier vorherrscht. Aber das ermöglicht uns auch, unsere Unterschiede zu schützen. Wir haben nicht zwangsläufig die gleiche Kultur, die Beziehungen zur Schulden sind nicht die gleichen, das sage ich oft zwischen Deutschland und Frankreich. Und die Begriffe sind nicht immer die gleichen. Gewisse Schuld Deutschlands, wenn es um die Schulden geht. Aber wir haben unsere Sprachen, die wir übersetzen und wir versuchen zusammenzuarbeiten und erklären aber, was wir wollen. So funktioniert das. Und wir sollen alle europäischen Sprachen beibehalten, aber den Geist der Verantwortung für die Welt bedeuten, dass wir schneller vorankommen müssen. Und wichtig ist es dabei, dass wir hier Weitsicht bewahren. Und das habe ich vorhin auch angesprochen. Dankeschön, Herr Präsident. Entschuldigung. Vielen Dank Ihnen.